gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Internet, TV und Telefon. Alles drin für dauerhaft 29,99 Euro im Monat. Sicher dir bis zu 45% Dauerrabatt. Nur bis zum 8.10. auf pure.com. Von Beruf bin ich Tanztherapeutin. In meinen Gruppen sehe ich täglich Menschen, die in ihren Bewegungen eingeschränkt sind oder Schmerzen haben. Ich empfehle gerne Rosaxan. Das hat mir geholfen, aktiv und beweglich zu bleiben. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am 20. September. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen halben Stunde mit den neuesten Nachrichten und Beiträgen aus der wunderschönen Lausitz. In Klettwitz wurde gestern der Grundstein für das Gikon-Höhenwindrad gelegt. Damit entsteht inmitten des Lausitzer Seenlandes das höchste Windrad der Welt. Die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant. Im Wind- und Solarpark Klettwitz der Gemeinde Schipgau kam es nun nach jahrelanger Planung zur Grundsteinlegung des weltweit größten Windrades. Das Planungsbüro der Gikon-Gruppe hatte bereits zu der damaligen Zeit den größten Windpark Europas vor Ort eingeweiht und nun in das Kulturhaus in Klettwitz geladen, um einen weiteren Meilenstein in der Energiegewinnung einzuläuten. Nach kurzer Einführung durch Professor Dr. Jochen Großmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gikon-Gruppe, kamen weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie der Auftraggeber Beventum zu Wort. Rund 100 Gäste kamen zusammen, um anschließend zur eigentlichen Grundsteinlegung in das Gelände des ehemaligen Tagebaus Klettwitz Nord zu fahren, auf dem sich heute der Wind- und Solarpark befindet. Jeder der am Planungs- und Genehmigungsverfahren Beteiligten bekam die Möglichkeit, in eine eigens dafür angefertigte Zeitkapsel ein Erinnerungsstück an diesen Tag hineinzulegen. Die Kapsel wurde dem künftigen Bauleiter übergeben und wird ihren Sitz in einem der Fundamente der Anlage finden, die frühestens in 20 Jahren zurückgebaut werden soll. Landrat Sigurd Heinze ist ein Befürworter der ersten Stunde des Projektes. Er sieht den Landkreis erneut als Vorreiter im Thema der Windenergieerzeugung. Vor 25 Jahren wurde hier der damals leistungsstärkste Windpark Europas errichtet, in Betrieb gegangen ist er, mittlerweile schon repowered, und jetzt dringen wir sozusagen in neue Höhen vor, in neue Sphären und in neue Erträge, die letztlich auch aus der gewonnenen Windkraft dann erreicht und erzeugt werden sollen. Von daher ist das für uns natürlich mit der weltweit größten und höchsten Anlage, auch was den Ganzjahresertrag betrifft, schon ein ganz wichtiges Zeichen und sind wir da also auch mit Vorreiter. Die neue Windkraftanlage soll eine Nabenhöhe von rund 300 Meter haben und mit Rotorblatt sogar eine Höhe von 365 Metern erreichen. Das ist in etwa so hoch wie der Berliner Fernsehturm. Die Anlage kann so zwischen den vermeintlich kleineren Anlagen stehen können, ohne dass sich die Rotorblätter behindern. Für mich schließt sich ein riesengroßer Kreis, der 1998 begonnen hat mit dem ersten Windpark. Mittlerweile haben wir Solarfelder drunter gebaut. Und jetzt ist die Idee eben eines Höhenwindturmes, den man noch erweitern könnte mit dem zweiten oder dritten Turm. Und dann hat man wirklich drei Etagen, um diese Hochkippe geschütteter Boden optimal nutzen zu können. Messungen haben ergeben, dass der Wind in dieser Höhe nicht nur stärker, sondern auch konstanter weht. Damit könne man 60-70% mehr Ertrag erreichen als bei kleineren Windrädern. Das Unternehmen beteiligt auch die Bevölkerung an den finanziellen Einnahmen. Stichwort ist hier Bürgerstrommodell. Die Transparenz gegenüber dem Bürger ist das A und O, aber auch eine gewisse Teilhabe. Wir haben ein Bürgerstrommodell, wo jeder Einwohner mitverdient am Ertrag. Nächstes Jahr kommt die nächste Ausschüttung mit 500.000 Euro an unsere Einwohner. Da sind wir schon bei 3,5 Millionen in den letzten Jahren. Ja, und das nächste muss dann sein natürlich, dass der Strompreis sich für die Leute, die hier wohnen und die Windkraftanlagen sehen, natürlich auch positiv verändert. Wie viele von den großen Windrädern noch kommen werden, kann allerdings noch nicht gesagt werden. Das ist die erste, und es werden weitere hier auch wahrscheinlich in der Region zum Einsatz kommen.
Aber wann genau und wie viel ist aus heutiger Sicht der Dinge noch nicht möglich. Für den Planer stand fest, ein reines Forschungsobjekt soll die Anlage nicht werden. Es ist eine Weltneuheit und wir wollten das Ganze nicht nur als Forschungsanlage oder als Pilotanlage, dann sind Genehmigungen einfacher. Aber dann hätte jeder sofort gefragt, es läuft eine Pilotanlage, was ist die große Anlage? Und deshalb sind wir hier sofort auf eine Anlage für 20 Jahresbetrieb gegangen. Ich will nicht sagen, es ist Tagesgeschäft für uns, aber es ist unsere DNA, dass wir neue Produkte entwickeln wollen. Wir stecken unsere ganzen Gewinne in die Forschung. Unser Ergebnis ist, wir haben über 100 Patente. Das ist für einen Mittelständler schon eine ganze Menge. Nächstes Jahr soll die Anlage ans Netz gehen. Dann wird zu sehen sein, ob die Messungen auch halten, was sie versprechen. Zahlreiche Interessierte zog es auf den Marktplatz beim Herzpark Elster zum Tag der Wiederbelebung. Initiiert wurde er vom Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster, dem THW, der Bundeswehr und dem Elbe-Elster-Klinikum. Der Tag war Teil der Woche der Wiederbelebung, welche einmal im Jahr bundesweit von den Ärzteverbänden DGAI und BDA durchgeführt wird. Im Mittelpunkt standen die konkreten Möglichkeiten der Lebensrettung und was man als Unbeteiligter im Fall des Falles tun kann. Auf besonderes Interesse stießen natürlich die Vorführungen der einzelnen Rettungsdienste, welche Unfallereignisse und die Vorgehensweise bei solchen demonstrierten. Genauestens unter die Lupe genommen wurde außerdem der Rettungshubschrauber Eurocopter von der Bundeswehr aus dem nahegelegenen Holzdorf. Insgesamt zogen die Veranstalter am Ende ein rundum positives Resümee. Mit einem derart großen Interesse hatte man auch mit Blick auf den Wochentag gar nicht gerechnet. Umso erfreuter war man über die große Resonanz. In Solanspree ist jetzt die neue Gravebeikel-Route Rockhead eröffnet worden. Es ist eine regionsübergreifende Radstrecke zwischen den beiden Tourismusregionen, denn beteiligt sind die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien und der Tourismusverband Sächsische Schweiz. Der 320 Kilometer lange Rundkurs verbindet über 4600 Höhenmeter hinweg auf der südlichen Route die Städte Wehlen, Struppen, Rosenthal, Bialatal, Bad Schandau, Sebnitz und Zittau sowie auf der Nordroute Stolpen, Dürrörsdorf, Dittersbach, Lohmen und Pirna. Die vielfältigen Gesteinsformationen entlang der Strecke finden sich im Namen Rockhead, was ja so viel bedeutet wie Felskopf, wieder. Die Gravelbike-Route ist ein weiteres Leuchtturmprojekt für Sachsen auf dem Weg zu einem der führenden Mountainbike-Reiseziele Europas. Mit der Angebotsentwicklung im Gravelbike, einer Mischform aus Mountainbike und Rennrad, werden neben Mountainbikern weitere Zielgruppen angesprochen und somit der Radtourismus in Sachsen insgesamt gestärkt, sagt die Tourismusministerin des Freistaates. Die Routenführung des Rockhead verläuft auf bestehenden Wegen, eine Beschilderung ist nicht vorgesehen. Die Streckenführung erfolgt ausschließlich digital, was den Vorteil von spontanen Streckenanpassungen und damit einer gezielten Lenkung der Radtouristen bietet. Der Einstieg ist grundsätzlich überall möglich. Durch Empfehlungen von Start- und Zielpunkten entsprechend der vorhandenen ÖPNV-Anbindung bzw. Parkmöglichkeiten werden Etappen kreiert. Verbindungswege zwischen den Streckenabschnitten sind in Planung und sollen kürzere Rundfahrten, sogenannte Loops, ermöglichen, heißt es abschließend. Herzlichen Glückwunsch zum Weltkindertag. Heute feiern wir die Zukunft, das Lachen, die Neugierde und den unbändigen Entdeckergeist unserer Kinder. Der Weltkindertag erinnert uns nicht nur daran, wie wertvoll die Jüngsten sind, sondern auch daran, wie wichtig es ist, sie zu fördern und in Entwicklungen mit einzubeziehen. Und das hat sich anlässlich dieses Tages auch Sachsens Kinder- und Jugendbeauftragte auf die Fahne geschrieben. Das und mehr jetzt in unseren Kurznachrichten. Anlässlich des Weltkindertages heute am 20. September ruft Sachsens Kinder- und Jugendbeauftragte Susanne Rüttrich zur Teilnahme am Wettbewerb 3x10 auf. Kinder und Jugendliche aus Sachsen können bis zum 30. November kreative Texte, Songs und Filme zum Motto »Wir sind eure Zukunft« einreichen. Ziel des Wettbewerbs ist es, der jungen Generation eine Plattform zu bieten, um Ideen und Perspektiven zu gesellschaftlichen Herausforderungen auszudrücken. Eine Jury wird jeweils 10 Beiträge in den Kategorien Text, Song und Film auswählen. Diese werden im Mai 2025 beim Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig präsentiert. Der Weltkindertag erinnert daran, wie wichtig es ist, die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu achten.
Dramatische Bilder aus Jelenia Gora erreichten heute das Bautzener Rathaus. So heißt es in einer Mitteilung, die Lausitzwelle vorliegt. Die polnische Partnerstadt kämpft demnach gegen enorme Wassermassen, welche große Teile der Stadt in Mitleidenschaft gezogen haben. Oberbürgermeister Carsten Vogt sprach heute mit seinem Amtskollegen Bürgermeister Michael Krüler, der ihn zugleich um Hilfe bat. So vereinbarten beide Stadtoberhäupter eine technische Unterstützung durch die Feuerwehr Bautzen sowie auch über den Landkreis Bautzen zu prüfen. Zudem hat die Stadt Jelenia Góra ein Spendenkonto eingerichtet, über welches schnell finanzielle Unterstützung ermöglicht werden kann. Die westpolnische Stadt liegt 1,5 Fahrtstunden von Bautzen entfernt und ist seit 20 Jahren Partnerstadt von Bautzen. Diese Städtepartnerschaft wurde vor genau einem Jahr im September 2023 erneut mit der Unterzeichnung der Bekräftigungsurkunde gefeiert. Die Geschäftsleitungen der 8 Krankenhausstandorte im Landkreis Görlitz trafen sich, um die Auswirkungen der Krankenhausreform der Bundesregierung zu besprechen. Ziel war es, die medizinische Versorgung im Landkreis durch einen gemeinsamen Verständigungsprozess zu sichern. Im Fokus standen die Sicherung der Notfallstrukturen, Anpassungen der ambulanten und stationären Leistungen sowie Maßnahmen zur Personalbindung. Außerdem wurden mögliche gemeinsame Dienstleistungen wie Labor- und Wäschereinigung diskutiert. Die neuen Vorgaben des Bundes zur Krankenhausstruktur und deren betriebswirtschaftliche Auswirkungen blieben jedoch unklar. Einigkeit besteht darin, dass der Freistaat Sachsen Übergangsregelungen schaffen muss, um die stationären Angebote und die Liquidität der Krankenhäuser zu sichern. Die Geschäftsleitungen wollen den Dialog fortführen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Man wolle nun einen Versorgungsatlas für stationäre Leistungen entwickeln, der dem sächsischen Staatsministerium vorgelegt werden soll. In Kamenz ist seit heute die Hoyerswerder Straße wieder freigegeben. Seit dem Frühjahr fanden Bauarbeiten zwischen Bautzner und Töpferstraße statt. Der Bereich wurde grundhaft ausgebaut. Neben der Fahrbahn und den Gehwegen konnten auch die Trink-, Abwasser- sowie Strom- und Gasanschlüsse erneuert werden. Zur Eröffnung gab es eine kleine öffentliche Feierstunde mit Oberbürgermeister Roland Danz. Der Ausbau der Verbindungsstraße zwischen den Puschwitzer Ortsteilen Wetrow und Neupurschwitz soll noch im September beginnen. Dies geht aus der von der Gemeinde Puschwitz veröffentlichten Ausschreibung hervor. Laut Baubeschreibung soll die Straße grundhaft ausgebaut und auf 5,50 Meter verbreitert werden, sodass ein problemloser Begegnungsverkehr möglich ist. Wie Bürgermeister Stanislaus Rietscher bereits im Frühjahr erklärte, erfolgt die Baumaßnahme komplett aus Eigenmitteln der Gemeinde Puschwitz. Erneuert werden soll laut Ausschreibung auch das Geländer an der Überquerung des Puschwitzer Wassers. Eine Umleitung soll über den Neupurschwitzer Weg von Puschwitz aus eingerichtet werden. Am Sonntag findet in Löbau der Auftakt für die interkulturellen Wochen des Landkreises Görlitz statt. Unter dem diesjährigen Motto »Neue Räume füreinander Verantwortung übernehmen« laden Pfarrer Daniel Mögel und der erste Beigeordnete des Landkreises, Thomas Gampe, um 14 Uhr in die St. Nikolai-Kirche zur offiziellen Eröffnung. Musikalisch begleitet der ukrainische Chor die feierliche Andacht, die ein Zeichen für interkulturellen Dialog und die Achtung der Menschenwürde setzt. Anschließend sind alle Besucher zu einem Picknick auf dem Altmarkt eingeladen. Über 15 Veranstaltungen sind im gesamten Landkreis geplant, darunter Mitmachangebote, Fahrradführungen, Workshops und Feste. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag in Kottmarsdorf. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Löbauer Straße von Ebersbach in Richtung Löbau. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Kottmarsdorf geriet er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW einer 73-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Lenkerin des Volkswagen und ihr 81-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie kamen per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 38.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. In den weiteren Polizeimeldungen geht es jetzt in den Radibaurer Ortsteil Milkel.
Hier wurde gestern Vormittag bei Bauarbeiten am Siedlungsweg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst handelt es sich um eine 100 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe, welche aufgrund ihres Zustandes nur vor Ort entschärft werden konnte. Der Ort Milkel und Teile von Teicha mussten daraufhin evakuiert werden. Gegen 18 Uhr gelang die Entschärfung der Bombe, sodass alle Bewohner wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren konnten. Zu einem schweren Unfall kam es gestern in Kottmarsdorf. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Löbauer Straße von Ebersbach in Richtung Löbau. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW einer 73-Jährigen. Der Benzfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Lenkerin des Volkswagen und ihr 81-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie kam mit Rettungshubschraubern in das Krankenhaus. Kurz vor Mitternacht war ein 39-Jähriger auf der Straße der Freundschaft in Lauter mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss unterwegs. Streifenpolizisten kontrollierten den BMW-Fahrer, welcher seit 15 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Ein Drogentest ergab zudem, dass der Deutsche Amphetamin konsumiert hatte. Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser. Ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen. Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Liebe Zuschauer, der Sommer neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. Und so sehen wir heute das letzte unserer Lausitzwelle Sommerinterviews. Wir waren für Sie immer mal wieder hinter den Kulissen des Amphitheaters, der Sommerspielstätte der neuen Bühne Senftenberg, und haben viele Stars getroffen. Zum Abschluss waren wir mit der Ausnahmekünstlerin Nicole im Gespräch. Sie kennen sie alle durch ihren phänomenalen Sieg beim ESC mit Ein bisschen Frieden. Danach hat sie ein bewegtes Leben geführt und einige Schicksalsschläge durchgestanden. Darüber sprach sie nun sehr offen mit meiner Kollegin Franziska Klemann kurz vor ihrem Auftritt auf der Freilichtbühne am Senftenberger See. Zuschauer, wir sind heute wieder im Amphitheater in Senftenberg am wunderschönen Senftenberger See. Den sehen Sie aber im Hintergrund nicht, denn wir sind Backstage. Heute mit Nicole. Nicole, die Hymne Ein bisschen Frieden, die hatte ich als 17-Jährige 1982 beim ESC, dem Eurovision Song Contest, zum internationalen Star gemacht. Damals hieß der Wettbewerb ja noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. D'Eurovision de la Chanson, genau. Genau. Und Nicole war die erste und bis zu Lena die einzige Gewinnerin für Deutschland. Und seither ist sie nahezu ausnahmslos immer mit diesem Song Ein bisschen Frieden in einem Atemzug genannt worden. Ralf Siegel hat den Song komponiert, getextet. Getextet hat Bernd Meinunger, ja. Und du sagtest mal, du wirst nicht müde, vom Frieden zu singen. Wie reicht denn heutzutage noch ein bisschen Frieden aus,
Was würdest du? Naja, es geht ja um die Botschaft. Es hat damals funktioniert, vor 42 Jahren. Da habe ich den Menschen eben mit ein bisschen Frieden aus der Seele gesprochen. Und das Lied verliert ja seine Aktualität nicht, wie man sieht. Mhm. Wir brauchen mehr denn je Frieden. Natürlich ein bisschen Frieden. Es war damals die Idee von Bernd Meininger, weil wir unbedingt ein Friedenslied schreiben wollten, aber nicht diese harte Schiene fahren wollten mit Demonstrationen und wir gehen auf die Straße und was weiß ich, das war ich auch nicht. Ich bin eher so diese Sanfte, die das mit leisen Tönen versucht. Und dann haben wir als überlegt, wie können wir es denn dann nennen? Nicht Frieden mit Ausrufezeichen, sondern nenn's ein bisschen Frieden. Und so ist das Lied entstanden. Es ging natürlich um die Botschaft, um den Wunsch der Menschen nach Frieden in der Welt. Und wie gesagt, das Lied ist aktueller denn je, muss man leider in Anführungsstrichen heute sagen. Aber ich werde tatsächlich nicht müde, immer wieder diese Friedensbotschaft in die Welt hinauszutragen, weil der Wunsch nach Frieden in den Herzen der Menschen ungebrochen ist. Das wird auch noch in 100 Jahren so sein, weil es immer irgendwo auf der Welt Kriege geben wird. Und wenn man den Titel ein bisschen Frieden hört, sieht man Nicole. Wenn man Nicole hört, sieht man automatisch die weiße Gitarre und das Lied ein bisschen Frieden. Also wir sind untrennbar miteinander verbunden und das ist gut so. Ganz großen Respekt für den Kampf, den du hinter dir hast. Du hast Krebs besiegt, du hast das ausgefochten, hast es überstanden und wir sind jetzt alle beschenkt mit einem neuen Nicole-Hit, einer neuen Tour, die passenderweise auch heißt Ich bin zurück. Geschrieben hat das Lied dein Freund Heinz-Rudolf Kunze. Wie zufrieden bist du jetzt mit deinem neuen Ich und eben mit den neuen Songs? Mehr als zufrieden. Ich meine, ich war immer schon mit mir zufrieden. Man kann ja nur ein glücklicher Mensch sein, wenn man mit sich selbst zufrieden ist und sich selbst leiden kann, strahlt man es auch nach außen. Aber nach dieser schweren Zeit, sage ich jetzt mal, die Gott sei Dank hinter mir liegt, bin ich nicht mehr dieselbe. Also ich bin zwar noch Nicole, ich sehe auch noch so aus, irgendwie hoffentlich, aber du änderst deine Lebenseinstellung. Du machst viele Dinge ganz anders als vorher. Du entscheidest mehr selbst, was richtig für dich und was wichtig ist. Also viele wollen nur dein Bestes, aber mein Bestes behalte ich für mich. Und diese Erkenntnis war diese Krankheit wert. Also im überzeichneten Sinne. Es gibt immer etwas Schlechtes, was noch etwas Gutes nach sich zieht. Und bei mir war es eben die Erkenntnis, dass das Leben endlich ist und dass man viel bewusster leben muss. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und das muss man einfach so sehen. Du weißt ja nicht, was das Schicksal mit dir vorhat. Das Leben hat mir die Zähne gezeigt. Ja, aber ich habe zurückgebissen. Und das lehrt dich viel Demut, Achtung vor vielen anderen Dingen, wo du achtlos dran vorbeigelaufen bist. Du änderst ganz viel in deinem Leben. Und die Gewichtung verändert sich. Und du lernst öfter mal das Wort mit den vier Buchstaben zu benutzen, statt das mit den zwei, ja? N-E-I-N. Und wenn man das so für sich erkannt hat, dann weiß man, wie kostbar das Leben ist, die Freunde, Familie und dass man es viel mehr pflegen muss. Und das werde ich sehr bewusst auch so beibehalten und mir viel mehr gönnen als vorher und einfach mal sagen, da habe ich jetzt Lust drauf und nicht fragen, darf ich das? Kann ich das? Nein! Ich will machen. Und da merke ich, dass es mir einfach besser geht. Und das sollten viele Menschen auch tun. Da muss man nicht unbedingt so eine Diagnose bekommen. Es war hilfreich für mich, aber man muss sich das wirklich bewusst machen, dass es einen jeden treffen kann und dass es bei manchen eben nicht so ausgeht wie bei mir. Deine neue Tour, die führt dich ja jetzt auch in den Osten und du stammst aus dem Saarland. Ja. Und wie kam es dazu, dass du jetzt auch hier bist und kennst du die Lausitz? Weil ich immer schon gerne im
Osten, Anführungsstrichen. Wir sind ja zusammengewachsen, aufgetreten bin, auch schon vor der Wende. Also ich war 86 in Dresden, habe da 16 Konzerte gegeben und ich kann mich nur an tolle Momente erinnern. Und deshalb habe ich gesagt, also das, da muss ich wieder hin. Und das Publikum ist hier einfach auch ja so herzlich und so dabei mit allem, mit Euphorie. Und das brauche ich auch. Ich brauche auch die Emotionen. Und kommen ganz viele Leute an die Bühne und schenken mir ein Plüschtier oder Blumen oder lassen sich irgendwas einfallen. Und das ist so ein Zeichen der hohen Anerkennung. Und jetzt gehen wir im November wieder auf Tournee. Und da ist natürlich der Osten, glaube ich, das kann ich nicht so sagen, natürlich mit eingebunden. Die Tournee wird dann anders heißen. Ich nehme an, so wie das neue Album, Carpe Diem. Und dann werden wir uns hoffentlich auch wieder in Senftenberg sehen, weil das Ambiente ist natürlich klasse. Danke für das Interview. Jetzt geht's auf die Bühne in Senftenberg Amphitheater. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Ciao, ciao. Der Blick auf die Wetterkarte lässt uns schon auf ein schönes Wochenende hoffen. Doch wie es genau wird, das erfahren Sie gleich in unserem Wetterbericht im Anschluss an die Veranstaltungstipps. Die Mitternachtsspitzen in Bischofswerda, veranstaltet vom Bischofswerda Kostümfundus e.V., versprechen eine faszinierende und kulinarische Reise nach Frankreich. Am 21. September wird ein original französisches Abendbrot vom renommierten L'Auberge aus Belmsdorf serviert. Die Gäste können sich auf verschiedene Mitmachangebote freuen und der Abend wird von einem echten Franzosen geleitet, der mit Charme und Wissen durch das Programm führt. Die Mitternachtsspitzen in Bischofswerda bieten die perfekte Gelegenheit, in die französische Kultur einzutauchen und einen unvergesslichen Abend zu erleben. Am 21. September öffnen beim Hoffest in Zeisig mehr als 10 Höfe ihre Tore für Besucher, um ein vielfältiges Programm zu bieten, das von einer Traktorparade über Modenschau und Puppentheater bis hin zu Volkstänzen reicht. Ein besonderes Highlight ist das Konzert der Band Die Soundröcke um 15 Uhr in der Kita Ludgi. Dieses Fest ist eine wunderbare Gelegenheit, einen Eindruck vom ländlichen Leben zu gewinnen und die lokale Kultur zu genießen. Beim traditionellen Herbstpflanzenmarkt im Findlingspark Nochten können Besucher eine Vielzahl von Pflanzen und Gartenartikel entdecken, darunter seltene Gehölze, Stauden und auch Kräuter. Der Markt bietet auch einen Workshop an, der von dem bekannten MDR-Gartenjournalisten Jens Henschel moderiert wird und behandelt dabei aktuelle gärtnerische Themen einschließlich des Klimawandels. Dieses Event bietet die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen und neue Ideen für den eigenen Garten zu sammeln. Die Lausitz erlebte heute einen sonnigen Tag mit angenehmen Temperaturen. Im Elbe-Elsterland stiegen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad, während die Oberlausitz etwas kühler blieb mit Höchstwerten von 18 Grad. Den gesamten Tag über gab es nur hin und wieder einige schwache Brisen. Der Sommer klingt langsam aus und so sinken die Temperaturen in den Nächten langsam immer weiter. Die Nacht heute bleibt mit bis zu 11 Grad recht mild. Das Wochenende bringt allen Naturliebhabern ideale Bedingungen für Unternehmungen draußen. In der Lausitz bleibt es sonnig, trocken und recht warm. Maximale 22 Grad erwartet die Niederlausitz mit schwachen Winden aus dem Osten tagsüber und nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 9 Grad. Auch das südliche Sendegebiet darf sich auf angenehme 20 Grad und mit 13 Grad auf eine etwas wärmere Nacht freuen. Der Sonntag bleibt noch einmal sonnig, bevor es sich zum Wochenstart dann eintrübt. Der letzte Tag der Woche bringt mit maximalen 23 Grad im Flachland eher sommerliche Temperaturen in die Niederlausitz und angenehme 20 Grad in die Gefilde. Der kommende Montag gestaltet sich bewölkt und etwas windig. Zwar bleibt es mit bis zu 22 Grad in der Lausitz recht angenehm, aber zum Abend hin kann voraussichtlich mit Regen gerechnet werden. Und das war die Drehscheibe Lausitz für diesen Freitag und diese Woche. Wenn Sie einen Beitrag verpasst haben, dann schauen Sie doch gerne morgen in unserem Lausitzwelle-Wochenrückblick
oder auf unseren Lausitzwelle YouTube-Kanal. Dort können Sie die einzelnen Beiträge auch liken, kommentieren und mit Ihren Bekannten teilen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein wunderbares Wochenende. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.